Da müssen wir geradeaus laufen, genau. Dann irgendwann links. Da hinten ist schon irgendwas. Zwiebel. Und noch einer. Sind das Puppen, okay? Mondblume. Schaumeierhof, das ist immer richtig. Yes. Da ist wieder eine Truhe. Ach, vier. Die sollte man aber sowas von aufkriegen. Yep. Haben wir da drin? Brezel, Eisendraht, Leber, 75 Pfennig und 5 Steine. Nehmen wir mal mit. Dann unterhalten wir uns mit dem Hias. Ja, was war das jetzt? Die sind in der Arbeit vertieft, da kann man nichts erreichen. Da liegen aber noch irgendwo Stöcke rum. Da. Anscheinend da ist ein Bier. Noch ein Stock, Schmieröl. Was glaube ich. Jo, laufen wir weiter zu dem Hof. Hier bleiben. Damals eine neue Schnellreise. Weit hier hinten rein, ja. Da noch eine Kuh weiter. Müsste es sein hier vorne auf der linken Seite. Könntest du da noch den Wald durchforschen und was wir finden? Nee. Ich will das doch immer weitermachen. Wird der Weg hin? Es wird. Das muss der hier sein. Ob mit der Maus entlang fahre. Führt aber ja auch ins Nichts. Wir laufen da mal hin. Dann wieder zurück und dann aber zum Hof. Das kommt mir nämlich komisch vor, ein Weg ins Nichts. Da muss irgendwas sein. Eine Hütte. Lager. Und schon mal abgesperrt. Okay, Holz haben sie.
komisch vor hier. Naja. Wollen wir uns eigentlich so ein bisschen links halten, oder? Genau, hier kommen wir jetzt auf den... Oh. Ach ja. Ist größer die Hütte. Schormeierhof. Da haben wir auch den Schormeier. Klopfen brauchen wir nicht, der steht ja vor der Hütte. Hier ein paar Zwiebeln, so das aussieht. Ja. Das war's, oder? Jo, das war's. Eine Bürste nochmal. Live-Papier. Haben wir auch, glaube ich, noch keine Verwendung. Da ist eine Kiste. Schloss knacken. Schwierigkeit 6. Ja, müsste machbar sein. Jo, Hammer. Flasche Schleifpapier, Schmieröl, Steinpilze. Alles in der Inventar mit rein. War hier hinten. Nochmal Schleifpapier. Können wir mal aufräumen. Puppen, da steht jetzt auch wieder eine rum. Bisschen seltsam sind die ja schon. So. War hier sonst noch was? Ne, da laufen wir jetzt wieder zurück. Da unten wäre noch eine Bank, brauchen wir nicht. Dann steht er da vor der Tür. Servus. Was wollen's? Der Mann ist desinteressiert und gereizt. Mein aufrichtiges Beileid. Einmal wieder durchfragen. So. Zwischen seinen Augenbrauen wird eine Falte immer tiefer. Schon mal presst die Lippen zusammen und sagt kein Wort. Tut mir leid, dass ich einen schwierigen Tag belästigen muss. Der Ort befindet sich in Aufruhr. Ich versuche zu ermitteln und hoffe, hier hilfreiche Informationen zu finden. Ist keine einfache Zeit. Bitte erlauben Sie mir, in meiner Funktion als Gesandter der königlichen Regierung zu kondolieren. Wäre eine Option. Ganz ordentlich in Aufruhr, muss wohl oder übel um die Angelegenheit kümmern. Deswegen werde ich da jetzt reingehen, mich umsehen. Die 2 genommen. Weil beim Scharfsinn sind wir besser geskillt. Nehmen wir die 2. Ist schon gut. Ging es noch rein. Aber nix anfassen. Was sollen das für Fragen sein und warum sollte er eine Frage beantworten? Und wie kommen Sie überhaupt dazu, mir Fragen zum Stollen? Ich
Der Polizist ist gerade nicht vor Ort. Wenn Sie wissen wollen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist, bin ich Ihre beste Chance, es herauszufinden. Die 1 hört sich gut an. Die 2. Es ist nicht einfach, Vertrauen zu Fremden zu fassen, gerade in Ihrer Situation. Dabei besteht unser Leben doch vor allem aus den Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Nehmen wir mal die 1. Von mir aus. Aber Sie versprechen mir, dass Sie den Hundskrüppel finden, der das da hat. Wollen Sie mir jetzt den ganzen Tag auf den Geist gehen? Mischen, der ist so gereizt. Das passt irgendwie auch nicht ganz. An dem Abend, wo das passiert ist, bei der Kathi im Wirtshaus, da trifft er sich ja jeden Sonntag mit seinen Revoluzzer-Freunden. Ach mei, das ist alles halb so wild. Über Gott und die Welt schrien die immer. Wir sind denen ihre Ideen gespinnert. Wo kamen wir denn da hin? Aber wenn man jung ist, dann muss man halt auch ein bisschen spinnen. Hauptsache man lernt dabei, was Recht und Ordnung ist. Mhm. Der Leubel, unser Lehrer auf alle Fälle, der war ja in der großen, weiten Welt draußen. Zum Studieren, zum Inger. Seitdem hat er die ganzen gespinnerten Ideen im Kopf. Und sein Kompagnon, der Severin, der lungert auch immer bei der Schule rum. Der gute Dr. Schweighöfer, ja, der hält sich immer für besonders gescheit. Der ist da auch dabei. Und der Hans Gürgel, der war einmal ein Knecht bei uns. Aber leider gab's da mal ein paar Streitereien. Der Lenz und der Hans Gürgel waren sie öfter auch noch eins. Aber bei der großen Politik, da scheint es dann doch wieder zusammenzuhalten. Ich glaube, mit denen hockt er meistens zusammen, der Lenz. Aber so genau interessiert mich das nicht. Jo, dann können wir den Bericht erwähnen. Ja, was willst du denn da wissen? Die Angaben meines Vorgängers sind leider etwas lückenhaft, gerade hinsichtlich ihrer Angestellten. Viel gängern. Wir überall anders da. Die guten Päute natürlich gern. Anständiges Personal finden ist nicht einfach. Außerdem haben wir einen Todesfall gehabt am Hof. Das mit der Zenzi, das war schon tragisch. Aha. Die hat sie das Leben genommen. Wir haben es gefunden, der Lenz und ich. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Vor einem Balken an einem Strick. Schon schlimm sowas. Okay, da hat sich eine auf. Gehängt im Schuppen. Schwierigkeit 8. Ja, das sieht gut aus. Das hat so auch keiner können sehen. Manchmal frage ich mich schon, ob das nicht anders gegangen wäre. Weiß nicht, was nachher mit ihr passiert ist. Der Schweighöfer hat es abgeholt, der Doktor. Fragen Sie doch den, wenn Sie noch was wissen wollen. Ja, und da, der findet er es. Der Hans Gürgel, der Knecht. Der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Das kann tricky werden mit 12. Die Mittagszeit ist schon vorbei. Ja. Risiko? Was mit dem Hans Gürgel ist, weiß ich nicht. So privat bin ich nicht mit meinen Angestellten. Und wer nicht will, hinterherrennen, werde ich die Leute nicht. Ja, was das jetzt? Oder willst du dann den ganzen Tag umeinander laufen und blöde Fragen stellen und die Leute vom Abern abhalten? Jetzt haben wir den Räuber im Wald und dann gehen wir rein. Wenn ich die da wisch, dann knöpfe ich die am nächsten Baum auf, das sag ich dir. Dass mir jetzt die Kinder verbieten müssen, im Wald zum Spulen zu gehen. Dass unsere Jäger sich vor jedem Schatten fürchten müssen. Dass ich nicht mehr in meine Hütten gehen kann, ohne dass ich mich dauernd umschaue. Das ist das wahre Verbrechen. Vor ein paar Wochen, da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis. Der Wirtshaus bei der Kathi, wo er Wandersgesell verzahlt hat, ihm hätten es um 2 mm fast erwischt. Ja, richtig blass hat der ausgeschaut, als er das verzahlt hat.
Ich habe einem kleinen Obstler ausgegeben, dass er zum Zidern aufhört, der arme Bub. Ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Wir haben ja auch nicht genau gewusst, wo der die jetzt getroffen hat. Aber dann, auf einmal ist Dresi bei mir am Hof gestanden und hat geheult und gewarnt. Und da habe ich gewusst, jetzt sind sie da. Okay. Aber trotzdem komisch, dass der Gereizte schon desinteressiert. Wir wollen ja nur helfen im Moment. So, wir schauen uns erstmal den Toten an. Aufgebahrt im Bett, seine Jacke und seine Hose sind verdreckt, seine Augen sind geschlossen, okay. Unberührt aus, womöglich hat er noch nicht mal Taschen geschaut. In der äußeren Jackentasche steckt ein Zettel. Das ist ein rausgerissener Buchseite, sie ist verdreckt und nicht gut lesbar. Die Schrift ist relativ klein. Sonnenstrahl fällt neben den Toten durch das staubige Fenster. Licht reicht jedoch aus, um einige Worte auf dem Papier zu entziffern. Ihr habt den Teufel zum Vater. Nach euren Vatern Beerdigung begierten wollt ihr tun. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ja, das sind die Teile des Textes. Nur Teile leserlich. Es hat jetzt auch vermutet aus der Bibel. Pfarrerfragen. Beim Durchschauen der Innentasche kommt ein Briefkuvert zum Vorschein. Unbeschrieben. Auf der Lasche der Rückseite des Kuverts ist mittig ein schmaler schwarzes Kreuz. Kurzes Briefchen, säuberlich geschrieben mit blauer Tinte. Der Ecke ist das gleiche schmale schwarze Kreuz. Wir hoffen auch weiterhin auf sie zu vertrauen. Wir hoffen auch weiterhin auf sie vertrauen zu können. Herzlichen Dank und vergelt's Gott. Und ein Brief vom Pfarrer sein, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, Richtung Kirche, Pfarrer befragen. Jetzt untersuchen wir noch die Hände. Dreckig und verkrampft. Zwischen den starren Fingern seiner rechten Hand siehst du etwas aufblitzen. Der hat irgendwas umklammert. Höchstes 8, aber Schwierigkeit ist auch 8, okay, 16. Da will ich jetzt nichts riskieren. Lauf mal lieber wieder kurz besoffen durchs Dorf. Muskulatur lässt sich lockern. Knopf. Jackenknopf. Könnte ein Täter gehört haben. Jemand muss einen Knopf haben, in der Jacke fehlen. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Vielleicht kann der Dorfarzt etwas über die Todesursache berichten. Wir sollten ihn aufsuchen. Jupp. Weitergehen. Dann sind wir eigentlich hier fertig. Warte mal, der nützt noch offen. Hier können wir wieder skillen. Füße und Ausstrahlung. Das sind die zwei, die wir zum meisten gebraucht hatten. So gefühlt. Genau, mit Schorsch müssen wir den noch aus der Reserve locken. Den Arzt zu der toten Mark Zensi befragen. Wurde eigentlich jetzt aus dem Preußen-Ding. Ah ja, das ist hier oben noch. Der laute Herr im stillen Ort. Uns kegeln. Wir sollten den Tatort untersuchen, aber das haben wir ja eben nicht geparkt. Können wir auf dem Rückweg nochmal versuchen.
Kann man doch aber reisen zu dem Holzfäller und dann sind wir doch schon fast am Tatort. Bauen wir uns nämlich einen Teil von dem Weg zu laufen. Also fürs Kegeln fehlen nur noch ein paar Promille. Ach, das war vorhin schon. Halt, falsche Richtung. Falsche Richtung. Was denn vom Schorsch eine neue Features? Ob dem den Schorsch können wir drauf ansprechen, ob dem den Knopf fehlt. Und von der Alter haben wir halt ein paar Infos bekommen, aber die war jetzt nicht so. Außer dass er den Schorsch gesehen hat. So, das sind jetzt die Holzfäller. Kann man mit dem jetzt interagieren oder ist der immer noch beschäftigt? Ne, der ist immer noch in der Arbeit vertieft, okay. Muss doch möglich sein, den dann nochmal zu untersuchen. Den Boden genauer untersuchen. Genau, das konnte man vorhin nicht. Schwierigkeit 8, das sollte machbar sein. Noch haben wir das Bier-Intus. Neben matschig, auf dem rutschigen Gras, drohst du deinen Hals zu verlieren. Zum Glück hast du dir gestern nicht viel des lokalen Biers einschenken lassen. Du findest den Halt wieder. Könnte Lenz auch gestürzt sein, sich dabei verletzt haben. Bauchgefühl, Schwierigkeit 12. Schwierig. 12 oder höher. Jo, passt. Geistesblitz, legst du die Hand in die Pfütze, die sich hier gesammelt hat. Sie ist nicht tief, etwa 10 cm. Das wäre jedoch tief genug, um darin zu ertrinken. Sollte man bewusstlos mit dem Gesicht in der Pfütze liegen. Lag der tote Lenz mit dem Gesicht im Boden. Könnte alles nur ein Unfall gewesen sein, okay. Genauer betrachten, Scharfsinn. Schwierigkeit ist jetzt nur noch 6. Scharfsinn haben wir 8. Du stehst westlich vom Wirtshaus, hier endet das Dorf. Der Weg führt in Richtung Schaumeierhof. Du siehst, ob der Wald verschwindet. Das muss der Weg sein, den Lenz nach dem Besuch Wirtshaus genommen hat, ja. Kleine Haus betrachten. Genau, jetzt haben wir den Hinweis auf die alte Dame am Fenster. Da waren wir ja schon. Eben den Tatort nicht komplett untersucht wohl. Ja, und das muss dann ja auch klappen. Jo. Gut. Genau, jetzt kommen wir zu der alten Dame. Bin auf das Gespräch vorbereitet, dass ich sie bereits zuvor erspäht habe.
So, haben wir das jetzt erledigt? Tadat und das Union ist jetzt abgeschlossen. Gut. Ja, dann können wir jetzt mal den Schorsch aufsuchen. Ich glaube, da kommen wir dann weiter. Euch zwei können wir immer noch nichts anfangen. Das wird wieder so ein LaSalle-Aushang sein. Gehe ich fest von aus. Ja, wir werden es nicht erfahren. Wir werden es nicht erfahren, aber ich gehe mal schwer davon aus. Haben wir ja vorhin die Infos bekommen, dass der irgendwo im Dorf die Aushänge verteilt hat und teilweise die Bürgerwehr das entfernt hat. So, ist der Schorsch jetzt noch da? Ist die Kati? Schorsch. So. Jo. Den Namen oder was? Was willst du mit dem blöden Knob? Soll der den jetzt ohne an oder was? Schau dir aus, wäre ein Weiberleid. Ja, ich möchte es nicht gehen. Ja. Aber ich habe noch. Jo, Ausstrahlung. Fragt man jetzt, ob er den Knopf vielleicht vermisst, beziehungsweise er fehlt an der Jacke. Ja, ist ja gut. Aber meinen Janker habe ich ja nicht dabei. War so warm vorher, den Knopf kannst du wieder mir abhalten. Okay, er hat seinen Janker-Jacke. Na, da wäre ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder so ein Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ist das etwa? Uff, Glück gehabt. Ja, freilich kann ich das, aber warum soll er die? Ich wüsste jetzt nicht, was dir das überhaupt so geht. Er ist verunsichert und versucht, was zu vertuschen. Na, jetzt kannst du deine Fragerei aber sein lassen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Weil das Bier, das kannst du aber auch stehen lassen. Ja. Yeah. Was? Wo? Wer meinst du denn das jetzt? Eine Info fehlt uns noch. Es gibt Zeugen, die dich nachts am Tatort gesehen haben. Kannst du das erklären? Ja, das war die Alte am Fenster. Deine Jacke kannst du mir auch nicht zeigen. Dabei vermute ich, dem Täter fehlt der Knopf an der Jacke. Ich zähle nur eins und eins zusammen. Die drei fehlt uns noch. Was kommst du denn jetzt so ins Schwitzen, Schorsch? Ich sehe doch, dass hier etwas nicht stimmt. Ich schlage vor, du erzählst mir sofort, was in der Nacht passiert ist, sonst wird es sheer Action. Verdächtiges Gesicht. Ja, wir machen mal eins von oben runter durch. Das hat doch nichts zum Heißen. Okay, jetzt hat er Schweißperle auf der Stirn. Schwierigkeit 9, ja, das sollte mal packen mit Scharfsinn 14. Sollte drin sein. Ja, das haben wir. Ich lag vor, du erzählst mir sofort, was passiert ist, ja. Schwierigkeit 9, Füße schon mal 13. Hier. Jo, das haben wir auch. War knapp, aber wir haben es.
Du siehst Unsicherheit in seinen Augen. Du kannst mir überhaupt nichts. Dat daran, du lässt mir jetzt meine Ruhe und schleißt die Drücke in den Start. Was ist denn das für ein blöder Spruch? Okay, Konfrontation mal beenden. Zuerst hast du gesagt, ich hätte mich geschlägert. Und das war ich gar nicht mehr. Und dass ich dann am Tatort gewesen sein soll. Das, der Lenz liegt da, der Schlamm. Das ist alles so furchtbar. Ich habe den ganzen Lohn verspult wahrscheinlich. Sofa gewesen und Karten. Ich weiß nur mehr, dass ich dahergekommen bin. War ja Sonntag, da treffen sie alle in der Wirtschaft. Was nachher war, ich weiß einfach nicht mehr. Ich versuche mich zu erinnern, aber da ist einfach nichts. Mein Janker finde ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Bei der Karte ist er nicht liegen geblieben. Ich weiß einfach nichts mehr. Gar nichts. Okay, also entweder weiß er wirklich nichts oder stellt sich doof. Habe ich wirklich einen Lenz da geschlagen? Beruhig dich, ich weiß auch nichts mit Sicherheit. Bisher habe ich nur Hinweise, was wirklich passiert ist, muss erst herausfinden. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du etwas mit dem Mord zu tun hast. Natürlich gibt es diese Indizien, die beweisen aber noch gar nichts. Alle Hinweise deuten in deine Richtung, Schorsch. Ich glaube nicht, dass du deinen Kopf aus der Schlinge ziehen kannst. Boah. Ich hätte die Einsatz genommen, um ihn zu beruhigen. Du bist doch so ein Gescheiter. Kannst mir du bitte helfen, rauszufinden, was ich in der Nacht gemacht habe? Ich muss wissen, was da passiert ist. Keine Sorge, das finden wir heraus. Zunächst müssen wir wissen, was du am Tatort gemacht hast. Mein super, Valentin, das machen wir. Wir müssen die Jacke finden. Ja, freilich. Den Janker müssen wir auch finden. Und, wo machen wir das? Schritt für Schritt rekonstruieren oder gemeinsam durchgehen? allein schon wegen der Story, die 2. Empathie haben wir nur 8, Schwierigkeit 9. Boah. Jo, ging auch. Du meinst, wenn wir beide genauso voll sind, wie ich an dem Abend war, dann fällt's mir schon wieder ein? Das ist nicht ein Plan. Das sag mir, wenn's losgehen kann. Für sowas bin ich allweil zum haben. Mit etwas getrübtem Blick schaut Schorsch dich an. Dann finden wir raus, was du getan hast. Hoch die Gläser. So. Valentin, das ist alles für einen guten Zweck. Sauf einer in deinem blöden Schädel. Einen guten Zweck. Machen wir das. Dann hat er zu ihm gesagt, du schaust nicht so blöd. Verstehst? Schaust so blöd, weil er ihm doch das eine Auge mit der Mistgabe. Verstehst? Ein Prosit auf unseren König Ludwig II. Lang lebe der Kini. Prost, Valentin. Wir haben gekriegt, gegen die Saubreißen der Kugel abgekriegt. Bloß ein Streifschuss, halb so gut. Mit einer verfluchten Zündennadel war da. Die haben gleich dreimal zurückgeschossen, wo wir mir noch am Nachlang gewesen haben. Verreckt die Saubreißen, das sagst du. Das war nämlich der Grund, warum sie gewonnen haben. Wir hatten nämlich schon die Zündnadelgewehre und die Österreicher noch vor der Lade. So schnell! Das ist eine Geschwindigkeit, Valentin. Das ist doch keiner gewohnt. Ich sag dir, das ist alles unnatürlich. Ob der Herrgott das will, dass Menschen mit so einer Eisenbahn fahren? Ich glaub's ja nicht. Das ist schon was anderes, so ein Krieg. Das wünscht man auch seinem ärgsten Feind nicht. Das ist nichts Menschliches, ne? Da muss man das Menschsein ablegen. Alter, das Fuchsburg bis 11, kurz nach 11. Mensch sei, das kriegst du nicht mehr zurück. Jo, wird weiter gesoffen. Jetzt weiß ich. Ich hab gewissen was zum Trinken mitgenommen in der Nacht. Die Flaschen müssen umeinander liegen irgendwo. Die müssen wir finden. Hä? Diesem Ausruf kippt er nach vorne und schläft mit dem Kopf auf der Tischplatte schnarchend ein, okay?
Wir bekommen ihn nicht mehr wach. Wir sind auf uns allein gestellt. Das ist super. Super. Also total weg. Folge der Spur. Folge der Spur aus Flaschen. Ah ja, da. Loot. Da vorne geht's weiter. Salz, keine Ahnung, für was wir das brauchen. Nehmen es mal mit. Nochmal den Tatort untersuchen? Nee. Da endet die Spur. Ne, da geht's weiter mit den Flaschen. Da konnten wir aber irgendwas machen. Wir sollten uns hier umschauen. Da ist doch was. Gebüsch. Gebüsch an dieser Stelle sieht etwas mitgenommen aus, okay. Ja, das packen wir. Fähigkeit 6, Scharfsinn 12. Was ist jetzt für ein Würfelglück? Ja, das Hammer. Hätte ich jetzt zwei gebrochen, könnte es sein, dass sich jemand versteckt hat in dem Gebüsch, um Lenz aufzulauern. Fußabdruck sieht man. Muster sollte man uns einprägen. Und gibt's hier nichts. Weiter mit den Flaschen. Richtung Fluss runter, oder? Jo. Left Shift kann man langsam laufen. Ach Gott. Okay, das haben wir, dann geht's hier unten. Ich will nur hier runter. Ah ja, jetzt geht's. So. Weiß auch nicht, ob oben, ob das Zeitbalken ist. Sollte man uns wieder umschauen, da ist was. Rätsel. Das Suchen. Spur vom Schorsch führt definitiv zum alten Schuppen. Genauer umsehen, physisch 18. Gerichtigkeit 11. Im Zweifel knallen wir uns noch ein Bier rein. So. Jo, das haben wir. Verlassen. Wirklich nicht einfach, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden, ja. Ein paar Flaschen Rotwein. Verstecktes Beinlager. Scharfsinn 8. So, dann folgen wir weiter den Flaschen. Wir sollten uns jetzt wieder umschauen, sagt er.
Wo waren das jetzt? Ah, Rätsel essen. So, jetzt können wir uns wieder umschauen wahrscheinlich. Weil diese Einblendung nicht mehr kommt. Da ist doch was. Blumen. So, hier wachsen etliche bunte Blumen. Erst vor kurzem müssen einige davon ausgerissen worden sein. War das Schorsch? Was für eine Info. So, geht's jetzt weiter da? Der ist abgesperrt. Wie viel Zeug kommen wir denn da? Es war so klar. Komme ich jetzt da? Ach Gott, müssen wir nochmal komplett außen rum. Ah, das Tor ist offen, gut. Meine Güte, der Schlagseite. Wer kommt da auch nicht? Hä? Das ist der Weg über das Brett, aber das, ach, hier ist doch auf. Ne, kommen wir auch nicht weiter. Können höchstens langsam laufen, bitte. Jo. Da dann nicht so Schlagseite. So, jetzt haben wir es doch. Da ist die nächste Flasche. Wo geht's jetzt weiter? Da drüben. Kann man es jetzt gegen den Zaun lehnen? Hoffe ich doch. Jo. Nun ist da weiter. Da. Ich denke mal, das war wieder so ein Aushang. Haben wir hier Blumen. Ne? Ein Lot. Da wäre eine Kiste und hier eine. Pilzenkraut. Was er hier wohl wollte. Schloss knacken. Schwierigkeit 3. Oh, das kriegen wir auf. Kiste öffnen. Verbannen. 2 sogar. Gut. Mitnehmen und weiter geht's. Jetzt hier die Flasche. Sollten uns hier wieder umschauen. Da. Hier Büste. Leiter. Ganz normal. Leiter an der Wand. Darüber steht ein Fenster offen. Umsehen. Eingebrochen ist oder war er Fenstein? Ah ja, okay. Kommt jedoch gewiss nicht gut. Ausnüchtern dringend nötig. Genau, da müssen wir nüchtern her zum Fenstein. Gästezimmer von Frau Gschwendtner ausschlafen. Morgen gilt es herauszufinden, was hier passiert ist. Genau, jetzt schlafen wir unseren Rausch aus. Oder auch nicht.
Ja, wenn wir jetzt wüssten, wo wir grob sind, gell? Da ist die Kirche. Hier ist allerlei Zeug noch. Ich habe gerade null Orientierung. Durch das ganze Verschwommene und Schloss knacken. Schwierig. Jo, das ist auch drin. Dürfte machbar sein. So. Kiste öffnen. Lampenöl, Schmieröl, Leder, Hammer, Eisen, ja, alles mitnehmen. Da ist noch ein Stock. Stein. Gut, die Lampe bringt auch nicht viel. Wir haben schon selber eine Fahne. Haben wir hier Wasser, Meeröl. Ezel, Lampenöl. Wenn es dunkel ist, sieht man zwar nicht, wo man hinläuft, aber es sieht ein Loot besser. Scheint wohl die Schmiede zu sein. Und was war hier? Da war das nochmal die Werk. Ach, da sind wir an der Kegelbahn, alles klar. Also an der Kegelbahn vorbei. Da irgendwas zum Aufheben. Stein. Der Kegelbahn vorbei. Ja, das finden wir. Sind wir nur in uns Gasthaus. Das wäre dann hier vorne rechts. Bürgermeister, dann kommt das Gasthaus. Jetzt einmal grob im Kreis laufen. So. Ich sage, gehen wir hier ins Gasthaus rein, schlafen gehen. So. Eintreten. Bis zum nächsten Morgen, die 5. So. Immer morgen, wir sind wieder fit, ausgeruht. Ich würde sagen, wir speichern aber mal. Und ich mache mal einen Schnitt. Sag mal danke fürs Zuschauen. Und ja, morgen kommt eine neue Folge auf YouTube. Gehe ich mal schwer von aus. Bis dahin.